Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von Da guckst du irgendwie Landwirtschaftssimulator 22. In der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen um das Thema Gewächshäuser gekümmert. Dort hatten wir dann auch das Thema Landschaftsbau, was ein bisschen schief gegangen ist. Hier zwischen die beiden ist es massiv schief gegangen, so ein bisschen, wenn wir uns das anschauen. Dann sieht man da schon einen sehr großen Graben hier. Ja, ich krieg den aber auch leider nicht irgendwie angepasst, dadurch, dass halt die beiden Gebäude es fixieren. Allerdings, halb so wild. Wir werden uns jetzt darum kümmern, dass wir hier vorne noch ein bisschen Dekoration hinsetzen. Und auch, ja, dann die Gewächshäuser mit Wasser befüllen. Dazu nehmen wir uns erstmal die Dekorationen. Den weißen Zaun. Bauen dürfen, dass hier aufhört. Mal schauen, wie es aussieht dann. Oder soll doch sagen, wir setzen einen Zaun dahin. Keine Pflanzen, das wird nicht reichen, um das abzudecken so ein bisschen. Schon sagen bezüglich der Vegetation schon einiges passiert hier im 22er Landwirtschaftssimulator. Ein bisschen aufpassen, dass es nicht in die Gebäude reinklitscht. Büsche sind immer ein gern gesehenes Mittel, um landschaftlich verkorkste Gegenden so ein bisschen wieder hübsch zu machen. Wenn man das hier so sieht, man sieht nichts mehr davon, dass da was falsch gelaufen ist. Hinten müssen wir auch nicht aus unseren rausgehen. Unser Gewächshaus können wir auch vorne machen. So. Und schon müssen wir nur die Seite hier uns drum kümmern. So. Aber ich würde sagen, um die hier richtig nutzen zu können bzw. zu befüllen, dauert auch einiges. Werden wir uns auf jeden Fall bei den Anhängern und Tieren, Tierhaltung müssen die sein, genau, uns den großen Lizardtank erholen.
mit 32.000 Liter Wasser. Die Hauptfarbe können wir so lassen, Kennzeichen hinten noch ran. Und dann einmal kaufen. Gleich mal so beim Vorbeifahren schauen, wie es jetzt aussieht, ob man noch irgendwie was sieht. Sieht gut aus. Die Strohhalme haben wir ja auch noch. Brauchen wir zum Glück auch der Weide nicht. So. Und das sehen wir dann gleich. Ich bin gleich wieder für euch da. Unterbrechen wir kurz für Real. So. Habe ich kurz mal das Video unterbrochen gehabt. Und dann nur mal schnell den Tank auffüllen. Tankwagen. Da ist hier der See direkt am Shop. Die beste Alternative dafür. So ein bisschen schräg reinfahren. Können wir komplett durchfahren durch den Shop, durch den See sogar. Und zum Befüllen dauert jetzt einen kleinen Moment. Dort machen wir jetzt mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn der Tank voll ist. So, da sind wir wieder zurück. Der Tank ist jetzt gefüllt. Müssen wir nur aufpassen, dass wir jetzt beim Rausfahren einen schrägen Winkel nutzen, damit er sich nicht gleich festhängt. Ist immer das Idealste, einen See zu nehmen, und da der hier direkt in der Nähe ist, ist der sehr angebracht dafür. Das werden wir ein paar Mal jetzt machen müssen, bis wir alle komplett befüllt haben. Alle Gewächshäuser. Ja. Schauen wir einfach mal. Und fahren zu unseren Gewächshäusern hin. Kann natürlich auch in Rom tinken. Fangen wir hinten an. Da wird es wahrscheinlich noch das Einfachere sein. Mit dem Befüllen. Glatt anstellen. Man hätte natürlich auch vorwärts einfahren können.
Exile ist auch voll. Das Schöne ist, der startet in der Regel automatisch die Befüllung. Zwei Gewächshäuser und der Tank ist wieder leer. Häuser. Gut, das werde ich jetzt noch weitermachen. Lasst euch das ein bisschen dabei zuschauen und wir hören uns dann nachher wieder und lasst es einfach mal nach schnell durchlaufen. Dann laufen. Bis gleich so. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Den Rest werde ich jetzt noch ohne euch schnell fertig machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst euch das gut gehen. Bleibt gesund. Und wir hören uns dann bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, ein Like oder ein Abo. Und wir schauen. Wir sehen uns. Bis dann, ich bin raus und ciao.